Attila Hildmann sieht sich gerne als Staatsfeind Nummer 1, der von allen Kräften gesucht wird, aber nicht gefunden werden kann. So gefällt er sich in genau dieser Rolle als Schwerkrimineller, die ihm viel Aufmerksamkeit beherrscht und die bekommt er ja auch in diesen Tagen, jetzt wo seine Netzwerke gehackt worden sind von Anonymous durch einen Überläufer, einem ehemaligen Vertrauten. Wenn wir uns aber genauer betrachten, was er eigentlich verbrochen hatte, bevor er ins Ausland geflüchtet ist, stellt sich mir die Frage, ob das überhaupt jemals gereicht hätte für eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung oder überhaupt für einen Haftbefehl. Denn wenn wir uns die Sache jetzt mal anschauen, was gewesen ist, bevor er abgehauen war, so sehen wir, im November hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in Berlin übernommen. Einige Anzeigen, 40 Stück, waren eingegangen, und zwar wegen Beleidigung, Bedrohung, Volksverhetzung. Die üblichen Aussagedelikte, er hatte keine eigenen Gewalttaten begangen, nicht angestiftet. Ich finde, dass diese Sachen gut bestraft werden sollten, aber die Praxis zeigt eigentlich, dass die Justiz bei solchen Sachen und bei Ersttätern relativ milde ist und mit Geldstrafen oder Bewährungsstrafen reagiert. Dann war die Frage hier am 22. Februar bei der Tagesschau, wo bleiben denn die Ermittlungen, was passiert denn da? Es gab anscheinend Schwierigkeiten, jedenfalls so besonders eilig hat es die Staatsanwaltschaft zu dem Zeitpunkt auch nicht gehabt, was man durchaus kritisieren kann. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet dann 2 Tage später, dass jetzt offenbar ein Haftbefehl ausgestellt worden sei, wobei die Staatsanwaltschaft später betonte, zu diesem Zeitpunkt war Attila Hildmann längst untergetaucht und nicht mehr an seinem Wohnort. Und dann wurde bekannt, im Mai zum Beispiel stellte hier die Tagesschau die Frage, wer hat denn Attila Hildmann gewarnt? Diese Frage versuchen wir im Augenblick aufzuklären. Jetzt, wo der Informant angeblich dazu brisante Informationen preisgeben will, aber bisher noch nichts auf den Tisch gelegt hat. Die Staatsanwaltschaft hat also Ermittlungen gegen Unbekannt eröffnet. Aber betrachten wir uns mal, wie dieser Untersuchungshaftantrag überhaupt zustande gekommen ist. § 112 StPO regelt das und dazu braucht man einen Haftgrund. Also in Untersuchungshaft kommt man nicht deswegen, weil jemand eine Gefängnisstrafe zu erwarten hat, sondern es muss ein Haftgrund vorliegen und ein solcher Haftgrund kann eben sein, dass der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält oder eine solche Flucht zu befürchten ist, Fluchtgefahr. Und hier ist durchaus möglich, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo Attila Hildmann untergetaucht war, überhaupt kein Haftgrund bestand. Wäre er einfach zu Hause geblieben, wäre vielleicht irgendwann Anklage erhoben worden und man hätte ihm vielleicht sogar nur einen Strafbefehl geschickt oder ihn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Man hatte vorher mit einer Gefährderansprache versucht, ihn davon abzuhalten, mehr Straftaten zu begehen. Und er war ja anscheinend auch anfangs durchaus vorsichtig. Aber dann, als er geflüchtet war und dann noch dieser Haftbefehl kam, und das bestätigt auch der Informant, da war für ihn sozusagen das Ende eines rechtschaffenden Lebens erreicht. Und das dürfte ein Irrtum vielleicht gewesen sein. Er hat vielleicht diese Situation dramatisiert, indem er in die Flucht in die Türkei geflüchtet ist und hat dann natürlich überhaupt keine Hemmungen mehr gekannt, mit blanken Antisemitismus, Volksverhetzungen betrieben, die jetzt natürlich schon ausreichen werden für eine Freiheitsstrafe, die nicht unter den 2 Jahren liegen und deswegen auch nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Aber Staatsfeind Nummer 1 kann nochmal dahinstehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er geflüchtet war, hätte er vielleicht mit einer guten Verteidigung oder einigen reuigen Einlassungen es vielleicht sogar geschafft, mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen. War das jetzt so schlau? Kann sich jeder selbst eine Meinung bilden.